Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, werte Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen, Frau Präsidentin, auch einmal viel Erfolg für deine Vorsitzführung und die Übernahme der Präsidentschaft. Alles Gute. Bevor ich auf den Inhalt des Antrages zum Schutz der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien eingehe, ist es, glaube ich, auch wichtig, einen kurzen Abriss über die Vorgeschichte der heutigen friedlichen bilateralen Beziehungen zu Slowenien einzugehen, um diesen Antrag einerseits nachvollziehbar zu machen, aber es wird die Diskussion vor allem auch mit der slowenischsprachigen Volksgruppe in Kärnten medial oft einseitig geführt und man erkennt oft hier auch nicht die Hintergründe. Wir werden am 10. Oktober dieses Jahres wieder einen stolzen und denkwürdigen Tag für die Kärntner Landesgeschichte begehen. Es ist nämlich das 100-Jahr-Jubiläum zur Kärntner Volksabstimmung. Und dieser 10. Oktober ist für uns natürlich ein ganz besonderer Tag, aber er ist auch ein besonderer Tag für die Österreichische Republik, denn diese Kärntner Volksabstimmung war in der damaligen jungen Ersten Republik die erste basisdemokratische Entscheidung, die per Bevölkerungsentscheid und Selbstbestimmungsrecht herbeigeführt worden ist und noch dazu Bestandteil und Bestimmung des Friedensvertrags von Saint-Germain bildete. Dass die Erlangung dieser demokratischen Entscheidungsmöglichkeit aber darauf zurückzuführen ist und damit im Konnex steht, dass zuvor auch erfolgreich und tapfer ein Kärntner Abwehrkampf geführt worden ist, das wird oft nicht so gesehen und wird auch gerne in dieser Thematik verschwiegen. Denn hätte es damals nicht die mutige Entscheidung der Kärntner Landesregierung unter einem Landesverwesser Lehmisch gegeben, der entgegen der Empfehlungen und auch gegen den Willen der Wiener Regierung gesagt hat, ja, es wird bewaffneten Widerstand gegen die Okkupation von großen Teilen Kärntens geben, dann wären vielen Kärntner weder ein SHS-Staat noch der Kommunismus erspart geblieben und auch das gehört in diese Thematik eingebracht. In diesem geschichtlichen Zusammenhang ist es aber ebenso wesentlich, die wichtige Funktion, weil das auch oft vermengt wird, der Kärntner Windischen darzustellen, die nur allzu gerne oft von den Slowenen vereinnahmt werden und diesem entschieden widersprechen und das auch mehrmals so festgehalten und zum Ausdruck gebracht haben. Denn vor allem sie waren es auch, die den wesentlichen Ausschlag für den Ausgang der Volksabstimmung gegeben haben, aber sich vor allem auch im Abwehrkampf für ein freies und ungeteiltes Kärnten eingebracht haben. Und das muss ebenso ins Bewusstsein gerückt werden, dass nach der Entscheidung, eine Volksabstimmung in Kärnten abzuhalten, seitens des SAS-Staates damals durch Waffengewalt versucht wurde, Kärnten vor vollendete Tatsachen zu stellen und Teile Kärntens in Beschlag zu nehmen. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es einen unvergleichbaren Terror der Tito-Partisanen wiederum mit dem Ziel, Kärntner Gebiete an das kommunistische Slowenien und Jugoslawien anzuschließen, ein Ziel, das sogar noch in den 70er Jahren mit wesentlicher Unterstützung auch des jugoslawischen Geheimdienstes verfolgt wurde, wie ein Historikerbericht aus dem Jahr 2015 auch entsprechend enthüllt hatte. Und gerade diese Verletzungen, die übrigens einer restlosen Aufklärung bis heute bedürfen, haben natürlich auch dazu geführt, dass eine angestrebte Lösung der Ortstafelfrage in den 70er Jahren in weite Ferne gerückt war. Denn nichtsdestotrotz hat aber Kärnten einen Weg des Aufeinanderzugehens eingeschlagen und in den letzten 3 Jahrzehnten wurden hinsichtlich der Förderung der slowenischen Volksgruppen in Bezug auf die Zweisprachigkeit sowohl in den Bereichen der Bildung, der Kinderbetreuung, der Musikschulausbildung, aber auch der Kultur und vor allem auch der wirtschaftlichen Beziehungen maßgebliche Akzente und Fördermaßnahmen gesetzt. Nicht zuletzt die Umsetzung der Ortstafelfrage war ein markantes Zeichen für eine vorbildhafte Volksgruppenpolitik in Kärnten, die vor allem auch den Landeshauptleuten Haider und Dörfler zuzuerkennen ist. Dass wir Freiheitler aber einer Intention nicht nachgegeben haben, nämlich der Änderung der Kärntner Landesverfassung hinsichtlich der Erwähnung der slowenischen Volksgruppe, hat auch einen klaren Ausgangspunkt. Und da sind wir auch schon beim Inhalt des heutigen Antrages. Denn ein Aufeinanderzugehen
kann keine und darf keine jahrzehntelange Einbahnstraße sein. Und so freut es mich besonders, dass unser Antrag auch hier im Hohen Haus einhellige Zustimmung erfährt und wir somit heute den Beschlusstext als Einparteiantrag einbringen und gemeinsam auch beschließen werden. Denn weder vor der Unabhängigkeitserklärung noch danach hat sich Slowenien bis heute dazu entschließen können, die offizielle Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe als solche zu erklären. Und ebenso wenig konnte man sich dazu durchringen, der Volksgruppe eine entsprechende Aufwertung als Beirat zukommen zu lassen. Und so wird das diesbezügliche Gremium im slowenischen Kulturministerium lediglich als Arbeitsgruppe geführt. Und genau aus diesen Gründen ist es auch wichtig, dass der Herr Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, an dem ich auch eine entsprechende Anfrage bereits im Februar dieses Jahres gestellt habe, auch hier unter Einbeziehung der Europäischen Union entsprechenden Druck ausübt. Denn bei der EU hat man ja oft das Gefühl, sie sind nur dafür verantwortlich und dann zugegen, wenn es geht, die Krümmung von Bananen festzulegen oder Glühbirnen zu verbieten. Aber wenn es um wirkliche Krisenzeiten geht, so haben wir es jetzt bei Corona gesehen oder auch beim Außengrenzschutz, dann wird es ziemlich schnell ganz still um diese EU. Und genauso verhält es sich beim Thema Slowenien. Denn die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe, hier hat man von Seiten der EU weder bei der Aufnahme Sloweniens in die EU einen entsprechenden Druck ausgeübt, noch versucht man hier im Sinne einer gemeinsamen Friedensunion diese Thematik endlich aus der Welt zu schaffen. Und wenn ich dann lese, dass der Herr Bundesminister entsprechend Slowenien besucht hat und ihm von der slowenischen Regierung Bedenken mitgeteilt worden sind, die darin bestehen, dass man einer verfassungsmäßigen Anerkennung deswegen nicht die Zustimmung erteilen möchte, um nicht die Büchse der Pandora zu öffnen, dann muss ich ja schon ganz klar sagen, da wird man schon auch natürlich über diese von mir vorhin angesprochenen und noch nicht aufgeklärten Verbrechen sprechen müssen. Ebenso wird man über die AfNeu-Beschlüsse sprechen müssen, aber auch über andere Themenbereiche. Das ist ein wesentlicher Zugang eines Aufeinanderzugehens. Aber wenn man einerseits immer Forderungen begehrt, dann muss man auch bereit sein, bei der Lösungsfindung von Anliegen anderer auch einen proaktiven Beitrag zu leisten. Und ich verweise in diesem Zusammenhang nochmals auch auf die Rolle der Slowenen in der Ortstafelfrage in Kärnten. Denn hier hat man sehr wohl gewusst, dass das für Kärnten auch das Öffnen der Büchse Pandora bedeutet. Aber man ist hergegangen und hat einen umfassenden Forderungskatalog gestellt. Aber Kärnten hat auch hier befriedigende Lösungen gefunden. Und daher ist es wichtig, alle nötigen Maßnahmen auch auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene zu treffen, um hier die Verantwortung der slowenischen Regierung endlich einzufordern und diesen längst notwendigen Schritt auch umzusetzen. Das 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung würde hier nunmehr auch den entsprechenden Rahmen dafür bieten und vor allem könnte auch Slowenien zeigen, dass es um die bilateralen Beziehungen zu Österreich ernst gemeint ist und vor allem, dass so eine solche Anerkennung in einem Europa des 21. Jahrhunderts eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt. Applaus